Mit dieser Meditation laden wir dich ein, ganz im Moment zu sein, dich zu öffnen für die Welten, die um dich herum sind, die um dich herum existieren, für die Wesen, die in deinem Zuhause leben. Wenn du dich gerade jetzt in deinem Zuhause befindest, so begebe dich nun in die Absicht, für dein Zuhause zu wirken. Denn hier hast du die Möglichkeit, für dich einen Ort der Kraft, der Ruhe und des Friedens zu erschaffen. Wir werden heute erst Schritte einleiten, denn du kannst und darfst immer mehr und mehr in deinem Zuhause den Himmel auf Erden erschaffen. Einen Ort, wo du auftanken und zur Ruhe kommen kannst. Hierbei trete nun zu Beginn in Kontakt mit deinem Hausgeist. Dafür begebe dich nun zuallererst in das Zentrum deiner Mitte. Atme tief und gleichmäßig ein und aus und lasse das Licht der Liebe sich in dir ausdehnen wie eine Sonne. Und während du dies tust und die Liebe sich in dir ausdehnt, du immer mehr das Licht und das Leuchten in dir spürst. Eröffnen sich Felder der Wirklichkeit um dich, und die Engel, sie eilen herbei, dich heute zu unterstützen und für dein Zuhause zu wirken. Es existieren Wesen in deinem Haus, Naturwesen, hilfreiche Wesen, unter ihnen auch ein Wesen, ein Hausgeist. Denn dein Haus, deine Wohnung, dein Haus trägt auch ein Bewusstsein. Erlaube dir nun, in Kontakt zu treten mit deinem Hausgeist. Rufe ihn. Und erlaube dir, nun seine Energie zu spüren. Die Energie des Hausgeistes. Egal wie er dir nun begegnen darf, egal wie er sich nun anfühlt, nehme dir nun Zeit, ihm Liebe und Dankbarkeit zu senden. Und mit ihm zu sprechen auf deine Art und Weise. Liebe und Dankbarkeit heilt. Egal, was dort an diesem Ort jemals geschehen ist, dein Hausgeist weiß davon. Er hat alles hier mit angesehen erlebt. All diese Erlebnisse sind gespeichert. Teilweise trägt dein Hausgeist diese Energien mit. Und so nehme dir Zeit, nun Liebe, Elixier und Dankbarkeit an Anascha zu senden. Thank you.
Spüre, wie alte Verkrustungen wie von selbst sich lösen. Denn dein Hausgeist ist ein Wesen voller Liebe. Spüre, wie dein Hausgeist mit dir in Kontakt tritt. Erlaube dir weiter, Liebe und Dankbarkeit zu senden. Es wäre sehr, sehr schön, wenn du für deinen Hausgeist einen Platz in deinem Haus findest. Frage ihn, wo er seinen Hauptsitz haben möchte. Und erlaube ihm, dort zu sein. Und wenn du möchtest, kannst du dorthin Geschenke stellen. Oder Kristalle senden, Lichtkristalle senden, goldenes Licht senden. Frage ihn, wo er sein möchte, wo sein Platz ist. Und so gebe ihm nun Zeit und führe ihn mit deiner Absicht an diesen Ort und sende an diesen Ort nun mit deiner Absicht Kraft deiner Gedanken über dein Herz, über deinen Herzensstrahl, goldenes Licht an diesen Ort und verankere es dort mit deiner Absicht im Gitternetz des Raumes. Es geschieht wie von selbst und das goldene Licht, das Geschenk für deinen Hausgeist, ein Geschenk der Wertschätzung, der Dankbarkeit und Liebe, manifestiert sich energetisch im Gitternetz dieses Raumes wie von selbst. Es webt sich ein Teppich aus goldenem Licht und Liebe dort. Lasse es geschehen und nehme dir Zeit. Und spüre, wie Heilung geschieht in deinem Zuhause. Die Energien werden verankert und erstrahlen nun in deinem Zuhause. Wann auch immer du an diesem Ort vorbeigehst, kannst du, wenn du dies möchtest, in Kontakt treten mit deinem Hausgeist. Spüre, wie es ihm geht, wie es deinem Haus, deinem Zuhause geht. In Kontakt mit deinem Hausgeist kannst du auch Heilungen für dein Zuhause durchführen. Kristalle senden, Liebe und Dankbarkeit sind der Schlüssel. Und so spüre in deine Wohnung hinein, in dein Zuhause, wie Ebenen geklärt wurden. Wie alte Lasten wie von selbst abgefallen sind.
Ein erster wichtiger Schritt ist getan. So bedanke dich mit Ananascha bei deinem Hausgeist. Komme wieder bei dir an und spüre, was sich in dir getan hat. Wir sind die Gruppe der Erdenengel und haben schon die ganze Zeit zugehört. Es sind die Töne und die Klänge der Liebe, welche uns anziehen, denn in den Klängen und Tönen der Liebe schwingt die göttliche Ordnung. Und genau dies ist es, für was wir stehen. So werden wir nun unsere Energie verstärken, damit du uns fühlen kannst. Vielleicht hast du bisher noch keinen Kontakt zu den Erdenengeln gehabt, keinen bewussten Kontakt. Und so möchten wir dir heute zeigen, wie es sich anfühlt, wenn die Erdenengel gerufen wurden. Fühle unsere Energie und fühle unsere Liebe. Wir tragen das Gleichgewicht der Energie. Wir ordnen in Liebe, so wie es gut und richtig ist. Wir durchströmen die Elemente, die Materie und die Energie. Wir durchströmen alle Ebenen, welche hier auf der Erde sich befinden. Und in jeder Ebene ergibt sich das Gleichgewicht, dort, wo wir gerufen werden. Und so werden wir heute für dich, allerliebster Mensch, für dich in deinem Zuhause Ordnung unter den Energien schaffen. Und so lassen wir nun beginnend aus der Erde heraus, beginnend von unten nach oben, unsere Energie strömen
so gleitend, kraftvoll, voller Liebe, unsere Energie durch dein Zuhause. Wir tragen Gleichgewicht von Ebene zu Ebene, von Stein zu Stein. Wir tragen die bedingungslose Liebe durch alles, was sich bei dir befindet. Durch jeden Gegenstand, durch jede Mauer, von unten nach oben, die Energie strömt. Die göttliche Ordnung, sie verbindet sich mit deinem Zuhause. Lasse die Energie ein wenig wirken und genieße, was jetzt geschieht. Es ist wie eine goldene Sonne, welche in deinem Zuhause entsteht. Die Strahlen in jede Richtung und du spürst die Wärme und Geborgenheit. Es ist auch die Leichtigkeit, welche tragend und liebend dich umhüllt. Und so wird diese Kugel immer größer. Ordnet, was geordnet werden muss, und bildet ein goldenes Band hinauf in die Wirklichkeit. Und so wird dein Zuhause in die göttliche Ordnung gebracht. Der Ausgleich, die innere Balance aller Energien wird verankert und die goldene Sonne bleibt in deinem Haus, denn ab jetzt strahlt die Energie dieser goldenen Sonne Liebe und Freude in deinem Haus aus. Die Energien werden dich ab heute begleiten und unterstützen. Vielleicht spürst du schon eine kleine Veränderung. Wir werden nun diese goldene Sonne in deinem Zuhause verankern. So fließt
goldene Energie durch das Gitternetz deines Zuhauses strahlt, glänzt und schwingt in der göttlichen Ordnung der Liebe. Und ist immer für dich da. So ist es geschehen. Wir haben für dich gewirkt und summen die Töne der Freude für dich. Und wenn bei dir zu Hause Naturgeister sind, dann summen sie in diesem Moment mit uns. Und du spürst, dass alles mit allem verbunden ist und die Einheit bei dir selbst beginnt. War es uns eine sehr große Freude, für dich heute zu wirken. Und wir verabschieden uns, summend in tiefer Freude, mit einem goldenen Anashana.